So, wir melden uns jetzt hier wieder aus dem Foyer des Nikolaisaals in Potsdam. Wir haben die Gelegenheit, mit Professor Ulrike Gürow das Gespräch über Demokratie in Europa fortzusetzen, zu vertiefen oder ein bisschen zu flankieren. Ich freue mich sehr, dass Sie noch die Zeit für uns haben, hier weiter miteinander zu sprechen. Als jemand, der eine spezielle Vorstellung von diesem Europa gerade wieder uns präsentiert hat, die ja etwas geprägt ist von einer städtischen Form von Demokratie. Und wir sind hier in Brandenburg. Dann muss ich Sie fragen, kommt bei Ihnen in Ihrem Europa der Regionen der ländliche Raum überhaupt nicht vor? Doch, natürlich. Darum geht es ja, ja. Es geht ja gerade um die Neudefinition des europäischen Raumes. Wer gestaltet den Raum? Dazu gehen übrigens auch meine Forschungen. Also ich habe gerade ein großes Forschungsprojekt über mehrere Jahre. Das heißt Regiopal. Und da geht es genau darum, welche parlamentarischen Vertretungen im regionalen Raum in Europa können wir finden. Ich gebe mal ein paar Beispiele, ja. Aber ob Sie sozusagen in Nordrhein-Westfalen sind oder im Bayerischen Landtag oder in Schottland oder in Katalonien, das sind ja genau die Andalusien, das sind ja genau die Gestaltungsräume, wo wir immer darüber nachdenken, wenn heute das entscheidende politische Problem das Stadt-Land-Gefälle ist, an dem sich übrigens auch die Populismusgrenzen festmachen lassen, ja, entlangziehen, dann ist die Frage, überwinden wir das? Das heißt, wie finden wir neue Verknüpfungen zwischen dem ländlichen und dem städtischen Raum? Und darüber denken wir nach. Mhm. Eigentlich tue ich im Moment wenig anderes als genau das. Das war ein hochspannendes Panel, eben die Diskussion zu verfolgen. Aber manchmal habe ich mir gewünscht, ich bin da ganz ehrlich, da würde jemand sitzen wie ein Orban. Ja, und der würde dann mit Ihnen in die Diskussion treten und sagen, naja gut, wir haben die Situation aber wie sie ist, wir haben unsere Erfahrungen in Ungarn oder auch in Polen, könnte man das genauso bringen und sagen, Sie berauschen sich an Ihrer Demokratievorstellung an sich selbst und in unseren Ländern, nehmen wir zum Beispiel Polen, da hat eben die PiS es geschafft, durch ganz knallharte Entscheidungen in der Sozialpolitik oder in der Wirtschaftspolitik mehr als 50% der Stimmen auf sich zu vereinigen und andere Dinge wie Selbstbestimmung der Frau und solche Fragen spielen selbst bei den Frauen nicht mehr diese Rolle, weil diese Probleme dort geklärt wurden. Also für mich fällt das ein bisschen auseinander in dem Punkte. Und das ist ja auch angeklungen, dass also solche Staaten im Moment auch große europäische Projekte durchaus auch behindern können oder verhindern, weil wir einfach so verfasst sind. Was würden Sie da antworten? Also erstmal ist genau das, was nicht passieren darf, dass wir auseinanderfallen im sozusagen im Diskurs. Und ich habe wirklich überhaupt keine Scheu zu berichten, dass ich im September eine Einladung bekommen habe, die aus dem Umfeld der PiS gekommen ist, um mich einzuladen, um über die Europäische Republik zu diskutieren. Ja, und wenn nicht Corona alles durchfurcht hätte, hätten wir das wahrscheinlich auch gemacht. Also ich gehöre nicht zu denen, die mit dem sogenannten anderen Lager oder mit den sogenannten Populisten nicht reden wollen, ja, sondern ich finde tatsächlich, wir müssen uns streiten. Politik ist Streit. Und ich wäre mir gar nicht so sicher, ob Herr Orban und ich nicht zusammenkämen. Ja? Weil am Ende des Tages geht es bei der Idee der Europäischen Republik worum? Nämlich darum, dass wir den politischen und den rechtlichen Raum wieder kongruent bekommen. Das ist jetzt ein bisschen theoretisch. Ich bin halt Politiktheoretikerin, aber in der EU haben wir einen Rechtsraum geschaffen, den wir im Moment als Rechtsstaatlichkeit verhandeln. Ja? Der politische Raum und damit auch der soziale Raum der Umverteilung, der parlamentarische Raum sind noch die Nationalstaaten, weil das Europäische Parlament ja nur indirekt legitimiert ist mit dem Rat zusammen. Das heißt, die Europäische Republik wäre genau das. Wir bringen den politischen und den rechtlichen Raum wieder zusammen. Ich weiß gar nicht genau, ob Herr Orban nicht dabei wäre. Die Frage ist dann, wer hätte denn dann die Mehrheit? Ja? Oder zu welchen Mehrheitsverhältnissen kämen wir dann in einem geöffneten europäischen Raum, wenn wir uns dann die Fragen angucken, Frauenrechte und so weiter, aber eben auch solche Sachen wie Sozialrechte, wo man der Peace kann man vorwerfen, was man will, aber dass diese Sozialpolitik schlecht ist, das kann man ja nicht so einfach sagen. Nein. Ja? Nein. Was glauben Sie in diesem Jahr, in diesem Covid-19-Jahr, was Sie ja gerade auch erwähnt haben, wo sich vieles nicht gestalten ließ, was man geplant hatte, wie hat sich das auf Ihre Vorstellung bzw. auf die Entwicklung hin zu einem Europa nach Ihrer Vorstellung ausgewirkt? Sind wir eher nach den ersten Erfahrungen zurückgefallen oder machen wir jetzt möglicherweise nach 8, 9, dann vielleicht 12, 13 Monaten im nächsten Jahr die Erfahrung, dass wir mit dem Europa der Nationalstaaten offenbar nicht weit genug gekommen sind? Was glauben Sie? Also für mich stellt sich so dar, dass wir inzwischen, das ist ganz interessant, aber abstrakt gesprochen, in einer Zeit leben, wo immer beides wahr ist.
also zwei Sachen zugleich wahr sind. Ja? Was ich damit sagen will, ist, Sie können die gleichen Zahlen des UNO-Weltpanels nehmen und damit argumentieren, dass es der Welt noch nie so gut ging wie heute, wenn wir gucken auf Säuglingssterblichkeit oder Bildung. Oder Sie können sagen, der Welt ging es noch nie so schlecht wie heute, wenn Sie auf Klima gucken oder auf die Einkommensunterschiede mit den Milliardären an der Spitze. Ja? Und ich finde, wenn Sie mich jetzt fragen, ist jetzt diese Pandemie, wirkt sich das eher zugunsten der EU oder Europas aus oder eher zu uns in zugunsten der Nationalstaaten, würde ich sagen, beides. Beides in der Wahrnehmung, in der Sie stehen. Wir sehen gerade einen sehr nationalstaatlichen Drive. Das können wir sehen, wenn wir diesen Gipfel angucken, die Verhandlungen über das Budget, das ungarische Veto, wo wir das Gefühl haben, die Grenzschließung, das fühlt sich doch alles nicht gut an. Ja? Und da haben wir sicherlich nationalstaatliche Reflexe. Auf der anderen Seite, wenn Sie gucken, was im bürgerlichen, gesellschaftlichen Engagement los ist, also was ich eben in dieser Diskussion erwähnt habe, dieser Hashtag CTOI, die Konferenz zur Zukunft der Europäischen Union, also da, wo die BürgerInnen Europas direkt angesprochen werden, da tut sich eben auch viel, sodass ich sagen würde, wir sind tatsächlich in so einer, ich sag mal, parallelen Realität und wahrscheinlich ist entscheidend, wo Sie hingucken und wahrscheinlich ist entscheidend, an welcher der beiden Realitäten wir arbeiten. Man könnte auch sagen, wir sind auf allen Ebenen der Gesellschaft am Scheideweg, wie sich es beim Klima zum Beispiel auch darstellt. Letzte Frage in diesem kurzen Slot. Wenn wir im nächsten Jahr womöglich die große Abrechnung machen und ein Strich gezogen wird und wir feststellen, wie erwirtschaften wir denn wieder das Geld, das jetzt im Füllhorn ausgeschüttet wird, die Milliarden und Abermilliarden, das gilt ja dann am Ende auch für den Kulturbetrieb im weitesten Sinne, aber auch für vieles andere und möglicherweise wir an den Punkt kommen, wir müssen uns das wieder erarbeiten oder zurückholen. Was glauben Sie, wohin der Ausschlag fällt? Zugunsten, sagen wir mal, aller kulturellen Institutionen und solcher Institutionen, die Muse fördern, oder eher zu all den anderen, die sozusagen immer schon das Prä hatten, wie in den letzten Jahrzehnten auch. Was glauben Sie, was ist Ihre Befürchtung? Also danke für die Frage. Ich habe keine Kristallkugel, aber ich würde gerne daran erinnern, dass wir sozusagen in die Krise hineingegangen sind. Jetzt, ich gucke ja immer europäisch, ja, mit Together in, Together out. Ja, wir haben uns noch im März dieses Jahres mit Applaus auf den Balkonen die ewige Solidarität Europas geschworen. Wir sind jetzt im November. Wir sehen, dass die Solidarität gerade auf dem EU-Gipfel bei den Budgetverhandlungen schon 8 Monate später deutlich in Gefahr ist. Und ich würde mir sehr wünschen, dass wenn wir im März, April jetzt mal durch sind, durch dieses Pandemiegeschehen und der Impfstoff da ist, dass wir uns dann daran erinnern, an die europäische Solidarität und an dieses Together in, Together out. Für mich persönlich ist es keine Lösung, dass wir auch gerade in Deutschland immer schon diesen Diskurs haben, wir kommen da jetzt gut durch und wir haben ja viel Geld und der Olaf Scholz macht das jetzt für uns. Weil wenn wir durchkommen und die Italiener, die Franzosen, die Spanier nicht gut durchkommen oder wenn das europäische Budget scheitert, dann geht es niemandem gut in Europa. Jetzt haben Sie mich auf die Kunst gefragt und ob jetzt sozusagen auf der Bürde der Kunst oder der Hoteliers oder der Restaurantbesitzer sozusagen die Umverteilungsgeschichte liegt. Ich kann mir das nur wünschen. Ich habe tatsächlich, wenn Sie mich direkt fragen, große Sorge, dass in dem Moment, wo wir mit dem Gesundheitsschutz durch sind, ja, alle die gut durchgekommen sind, sagen so, das war's, der Impfstoff ist da. Und wenn dann die Frage losgeht, wer bezahlt denn für die, die sozusagen zurückgeblieben sind, ob das jetzt die Künstler sind, die Hoteliers oder wer auch immer, die Studenten, die Studierenden, ja, dass wir uns, irgendwer muss ja die Zeche bezahlen, ja, dass wir uns dann nochmal daran erinnern, dass wir tatsächlich einen Lastenausgleich haben werden müssen zwischen denen, die durch diese Krise jetzt hindurch ihr Geld weiterhin verdient haben und die dies nicht getan haben, ja. Und Lastenausgleich hat was mit Steuern zu tun. Und Lastenausgleich hat was dazu tun, dass man eben auch mal auf diejenigen guckt, die noch was schulden können. Ich mache es mal ganz präzise. Wir haben im Moment viele Leute, die schon kein Geld mehr haben, ihre Mieten zu bezahlen. Die gehen dann aus den Wohnungen raus, während wir viele reiche Leute haben, die im Moment eine Wohnung nach der anderen kaufen. Warum? Weil die EZB das Geld wieder so billig macht. Ja? Das heißt, wir sehen natürlich jetzt schon massive Vermögensumverteilungen durch die Krise. Und da kann ich nur hoffen, dass wir zugunsten der Kultur und zugunsten Europas, cum grano salis, die Lastenverteilung hinkriegen. Vielen Dank dafür. Ich sehe aber auch die Gefahr, dass wir die bisherigen Unterschiede vertiefen, dass die Krise diese Unterschiede weiter vertieft. Und deshalb ist die Frage, dass wir da mit allen Mitteln und Möglichkeiten auf demokratischen und anderen Wege dranbleiben. Danke. Das war nochmal im Gespräch Ulrike Gorot von der Donau-Universität in Krems, spezialisiert auf Europa und Demokratie in Europa. Vielen Dank für das Gespräch und Ihnen weiterhin informative Panels und Foren bis heute Abend.